Wir haben heute in NRW und auch bundesweit an mehreren Objekten, die der Rockergruppierung Satudarah zuzuordnen sind, Objekte durchsucht. Hintergrund der Durchsuchungen, die wir heute an mehreren Objekten bundesweit durchgeführt haben, ist eine bestehende Verbotsverfügung des Vereins durch das Bundesinnenministerium. Es sind alleine hier in Duisburg 7 Objekte durchsucht worden, etliche weitere in Nordrhein-Westfalen und bundesweit. Sogenanntes Vereinsheim, wenn man es so nennen möchte, und ansonsten Wohnungen von Mitgliedern.